Hallo Römer, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Skyblock und ich versuche jetzt mal einen Shader reinzuhauen. Ich wollte keinen Screenshot machen, scheiße. Vielleicht. Irgendwie bewege ich mich anders, oder? Kommt das durch die FPS-Anzahl? Weiß ich nicht. Der Shader sieht ein bisschen doof aus, finde ich. Nehmen wir mal den. Mhm. Ist super, oder? Findet ihr nicht auch? Ist super. Nehmen wir mal den CUDA-Shadow. Shader. Haben wir einen kleinen Shader drin? Das ist ja auch nicht... Ja, nee, warte mal, ich will nicht den. Ich nehme den Chocapic. Ich nehme den Chocapic. Zack, zack. 6 muss das, 1, 2, 3, 4... 5, 6. Weg, Rand. Rand. Super. Okay. Zack, 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 zack. Okay, nice. Ich wollte im letzten Part schon eigentlich den Shader reinklatschen und gucken, ob das funktioniert, aber ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich es einfach nicht getan. Aber es geht ja. Noch. Zack, 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 zack und zack. Nice. Schöne Sache. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein. Danke. Na, noch ein bisschen Dreck bitte. Und so, dann kann ich das wegruppen. Scheiße, das muss ich nochmal bitte wegmachen und die ganzen Slabs einsammeln. Oh, das Wasser sieht jetzt auch schon viel besser aus, oder? Findet ihr nicht auch? Das Wasser sieht doch gleich viel besser aus. Viel schöner. Oh Mann. Warum habe ich nicht schon die ganze Zeit mit Shader gespielt? Ich weiß es nicht. Weil ich immer dachte so... Ja, mal. Bei mir laggt Minecraft mit Shader sonst immer mega. Aber jetzt erkenne ich auch nicht. Moment. Jetzt muss ich kurz einmal Shader wieder ausmachen, damit ich erkenne. Wo hier Wasser noch hingehört und wo nicht. Das erkenne ich sonst nicht. What? Machen wir einmal kurz hier Wasser hin. Dann hier Wasser hin. Hier Wasser hin. Verbreitet sich das alles hier schon so ein bisschen? Genau. So, dann fehlt eigentlich nur noch in den Gängen hier. Zack, zack. Dorthin. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob die Monsterfalle jetzt ein... genügenden Fallschaden hat für Enderman, weil ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem nicht sterben, wenn sie da runterfallen. Ich weiß nicht, wir hatten auch, glaube ich, noch keine Enderperle drin, oder? Hatten wir da schon eine Enderperle drin? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, sieht das nicht schön aus, Leute? Wie sich das Wasser bewegt. Oh, schön. Das ist schön. Oh, Moment mal eben. Oh, das sieht wundervoll aus irgendwie. Findet ihr nicht auch? Also ich finde auf jeden Fall. So. Wir brauchen mehr Slabs. Ich glaube, da mache ich erstmal den Rand. Oh Gott, da ist ein Enderman schon wieder. Ich werde von Enderman verfolgt. Habe ich das Gefühl. Zack. Gott, es blendet richtig, wenn man in die Sonne guckt. Alter, heilige Kacke. Wow, Maxi, es blendet, wenn man in die Sonne guckt. Ja gut, macht Sinn, ne? Ich meine jetzt aber hier in Minecraft so. Ich weiß nicht. Das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es wirklich richtig so blendet. Wenn man das so rein... Oh Gott. Nicht in die Sonne gucken, Kinder. Ist nicht gut. Zack, 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 zack.
Dann machen wir das jetzt fertig. Danach holen wir schnell neue Steps, also neue Holzslabs. Und dann... Ja. Nein! Dann machen wir den Rest noch fertig. Das heißt den Weg. Und danach klatschen wir da... Schön. Oh Gott. Ist das anstrengend mit dieser Sonne. Zack. Ja, und dann hauen wir da... noch die Kartoffeln und so rauf. Auf die Felder. Und die Kakteen natürlich. Aber die Kakteen habe ich, glaube ich, sogar noch bei mir. Dann könnte ich die nämlich gleich schon raufklatschen. Haben wir dieses Kakteenproblem auch endlich mal gelöst. Das hat ja... Ups. Das hat ja echt genervt, ne? Ich meine, man konnte... Sogar der Mond blendet? Heilige. Scheiße. Ja, es hat halt einfach mega genervt. Mega genervt, dass man da halt die Kakteen nicht ordentlich abbauen konnte. Durch die verdammte Hitbox. Glowstone brauche ich noch, bitte. Das hätte ich jetzt vergessen. Muss ich zugeben. Ich hätte jetzt vergessen, den Glowstone dahin zu packen. Das heißt, bevor ich jetzt die Slabs darauf gehauen hätte. Dann hätte ich die Slabs nochmal runterhauen müssen, ja. Irgendwie sieht das jetzt ziemlich dunkel aus, aber ich glaube, hier spawnt nichts, oder? Eigentlich dürft ihr nicht spawnen. Moment, ich mach nochmal. Vorsichtshalber. Ich habe Angst, dass hier doch noch was spawnt. Es sieht so dunkel aus, aber eigentlich dürft ihr hier nicht spawnen. Das ist wahrscheinlich wegen dem Shader, sieht es halt so mega dunkel aus. Aber eigentlich ist es hell genug hier. Dann kann ich erstmal die Kakteen wieder reinklatschen, das reinklatschen, das reinklatschen. Kartoffeln nehme ich schon mal mit und die Karotten, dann klatschen wir das auch schon mal hin. Und eine Hoe brauche ich, ne? Eine Hoe. Eine Hoe wäre gut zu haben. Ups, fast wäre ich in die Kakteen gelaufen. Zack, 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 zack. Haben wir auch bald mal wieder anderes Essen. Und nicht nur... Nicht nur Brot und Melonen, haben wir auch endlich mal Kartoffeln und Karotten. Und... Ja gut, das war's aber. Egal. Nein, ich will... keine Karotten. Ich will Kartoffeln reinpflanzen. Zack, 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 zack. Zack, nice. Dann auf die andere Seite bitte einmal. Creeper. Nein! Ist da was kaputt gegangen? Also wie es aussieht, kann hier was spawnen, aber eigentlich dürft ihr nicht spawnen. Eigentlich ist das... Guckt euch das mal an, das ist ja eigentlich hell genug, oder? Oder wegen dem da oben wahrscheinlich. Hm. Ich weiß nicht, eigentlich ist das hier hell genug. Finde ich, also... Ja, eigentlich schon. Habt ihr eben ohne den Shader gesehen? Ohne den Shader ist es da... Ist es da definitiv hell genug. Zack. Zack. Nice. Aber Leute, ich glaube, das Minecraft-Projekt, also Skyblock, ist sogar bald vorbei. Wir dürften bald alles erreicht haben. Wir müssen jetzt noch ein Haus bauen, dann müssen wir noch einen gigantischen Pilz bauen und noch so ein paar Sachen craften, wie Schilder und so. Und einen kleinen See machen. Obwohl ich da... Eigentlich kann man das ja auch schon als kleinen See sehen, oder? Finde ich jetzt. Ich weiß nicht. Nein, oh fuck, ich hätte da nicht raufspringen sollen. Zack und zack. Ja, das Craften geht jetzt nicht unbedingt... Dauert jetzt nicht unbedingt lange. Ist ja nicht unbedingt aufwendig, Sachen zu craften, finde ich. Und, ja, der Rest auch nicht. Das heißt, wir sind bald durch.
mit Minecraft Skyblock. Ist ein bisschen schade, mir hat das Projekt auf jeden Fall, also mir gefällt das Projekt auf jeden Fall. Macht mega viel Spaß. Kann ich hier irgendwas schon zurücklegen? Nee, ne? Doch, die Ho. Nenn ich die Spitzhacke. Ho. Ja. Es macht mega Spaß auf jeden Fall. Und wenn es dann vorbei ist, werde ich es auf jeden Fall vermissen. Aber ich bin halt am Belegen. Ach, kann nicht offen lassen erstmal. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein normales Minecraft-Projekt mache. Ganz normal, ganz stumpf, ganz normales Minecraft-Let's Play. Ich weiß nicht, ich habe da halt eigentlich Lust drauf. Aber andererseits auch wieder nicht. So. Ich weiß nicht, bin da noch ein bisschen zwiegespalten. Ob ich jetzt ein ganz normales Minecraft-Projekt mache oder nicht. Ich weiß nicht. Ich bin halt nicht so der Typ, der viel farmen will. Ups. So, ich würde jetzt nicht. Ich hätte jetzt halt nicht so viel Bock, so 5 Jahre zu farmen, um mir so ein. Weiß ich nicht. Eine Pyramide zu bauen, zum Beispiel. Ich hätte halt keinen Bock, mir so viel Sand zu farmen, meistens. Ich weiß nicht, ich bin da halt noch ein bisschen. Dein Ernst? Ein bisschen am Überlegen, ob ich wirklich ein normales Projekt mache. Normales Minecraft-Projekt oder nicht, wenn das hier vorbei ist. Ich weiß es noch nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock drauf hättet, das zu sehen. Ganz normales Minecraft-Projekt. Halt nicht irgendwie mit PvP oder so, sondern einfach nur ganz normal Minecraft. Ich hab keinen Bock, so Minecraft-PvP-Let's Player zu werden. Ich weiß nicht. Das ist halt viel zu viel vertreten. Die, okay, viele Leute nutzen das auch einfach nur, um irgendwie berühmt zu werden, halt auf YouTube. Weil Minecraft halt ziemlich viel gesehen wird und ziemlich gut ankommt. Ist ja, ich glaube, das ist das meistgeklickte Spiel auf YouTube. Mit irgendwas mit 2 Milliarden Views im Monat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, nutzen das viele aus, um damit dann berühmt zu werden. Und das will ich halt eigentlich nicht. Ich meine, wir machen solche Modi wie Jump League oder so, Bad Wars, Master Builders etc. Spaß, so ist es nicht. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt nicht so was, wo ich sagen will, damit will ich unbedingt berühmt werden. Oder hey! Okay. Ja. Damit will ich berühmt werden oder das will ich auf meinem Kanal hauptsächlich bringen. Ich will halt hauptsächlich mein Stuff bringen. Das heißt, meine normalen Let's Plays, wie ich sie jetzt auch schon bringe, wie zum Beispiel hier Pokémon Mystery Dungeon oder Deponia damals und Lufia und so. Auch wenn das halt nicht so Spiele sind, die mega berühmt sind oder mega gut ankommen oder so, es macht mir halt mega Spaß, diese Spiele zu bringen. Und deswegen spiele ich diese Spiele. Und wie gesagt, ja klar, Minecraft macht mir auch Spaß. Minecraft PvP und so. Aber ich will nicht so damit nur erreichen. So zwischendurch vielleicht mal als Notlösung mal eine Folge bringen. Falls ich jetzt zum Beispiel... Oh Gott, ist das dunkel. Falls ich jetzt zum Beispiel nicht geschafft habe, noch ein Video aufzunehmen. Danke. So, falls ich nicht vorproduziert habe bei Minecraft Jump League oder so, das ist halt ein 10-Minuten-Part oder so, ist schnell gemacht. Halt nur als Notlösung. Momentan kriege ich das eigentlich ganz gut hin, dass das funktioniert. Moment, ich will mir das mal von oben angucken. Scheiße. Hat Style. Sieht auf jeden Fall cool aus. So sieht die Farm echt cool aus. Aber mir ist gerade was aufgefallen. Wir könnten das hier nochmal ändern. Und zwar in ein Balken. Besser. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Das muss ich auch wegmachen. Wie gesagt, ich will nicht Minecraft ausnutzen, um berühmt zu werden. So. Weil das machen viel zu viele. Einfach nur ausnutzen, wenn es einem Spaß macht, ist okay. Aber viele nutzen es einfach nur aus.
um berühmt zu werden. Und das ist total. Das ist total behindert. Das ist. Was ist. Warum? Warum? Ich meine, es gibt Unmengen an Minecraft-Let's Playern. Das ist. Es reicht. Ich meine, es gibt sowieso. Es gibt halt an sich sowieso viel zu viele YouTuber, viel zu viele Let's Player allgemein. Wir haben hier keine Enderperle drin. Das heißt eigentlich. Ich glaube, das ist nicht hoch genug, die Falle. Wo war ich? Wo war ich? Ja, es gibt zwar allgemein noch viel zu viele YouTuber schon. Und wahrscheinlich bin ich auch einfach zu viel. Deswegen wird das bei mir wahrscheinlich auch eh nichts bringen, dass ich hier YouTube mache, um berühmt zu werden zum Beispiel. Aber das ist mir egal. Ehrlich. Das ist mir total Wayne. Ich bin YouTuber schon seit viel zu langer Zeit. Eigentlich. Ich habe angefangen. Oh, Kacke, wann war das? 2010, glaube ich. 2010 dürfte ich angefangen haben. Wenn ihr jetzt hier auf dem Kanal guckt, der gibt es seit 2012, glaube ich. Ja, dürfte seit 2012 sein. Und seit 2014, glaube ich, gibt es halt YouTube-Videos wirklich komplett. Hab ich hier noch irgendwas im Inventar? Nee, ne? Nee. Und ich hatte damals schon Kanäle. Hups, nein. Ich mach den Fly-Modus mal wieder aus, ne? Schon Kanäle gehabt auf YouTube. Doch die, ja, habe ich zwischendurch immer wieder geschlossen. Einen neuen Kanal angefangen. Weil mir oft der Name halt einfach nicht so, weiß nicht mehr zugesagt hat. Und auch, weiß ich nicht, warum ich das immer gemacht habe, neu angefangen. Aber ich habe es halt getan. Ich bereue es auch. Angefangen habe ich halt dann 2010, war das, glaube ich. Und ich hatte halt damals angefangen, da war das auch alles noch kein Thema oder so mit YouTube Geld verdienen und so. Und ich habe halt damit mit YouTube angefangen, weil es mir mega Spaß gemacht hat. Mir hat so viel Spaß gemacht, diese Videos zu drehen, Videos online zu bringen, Leute mit meinen Videos zu unterhalten, etc. Und deswegen mache ich jetzt auch noch YouTube weiter. Weil es mir einfach Spaß macht. Es ist ein Hobby, was mir mega viel Spaß macht. Ich meine, ich bin Gamer. Leidenschaftlicher Gamer. Oben wachsen keine Pilze. Warum wachsen oben keine Pilze mehr? Scheiße. Eigentlich müssen wir, glaube ich, einen gigantischen roten Pilz machen. Keine gigantischen braunen Pilze. Ich weiß nicht mal, wie man die Pilze baut. Das ist ein bisschen problematisch. Wo war ich stehen geblieben? Warum ist da... Auf jeden Fall. Ja, ich mache YouTube nicht aus dem Grund, um berühmt zu werden oder damit ich Geld bekomme, ganz viel. Klar, es wäre ein Wunsch von mir, später damit mal meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Macht ja auch Sinn. Ich glaube, das macht, ne, das will jeder mit seinem Hobby, sein Hobby zum Beruf machen. Das will jeder gerne. Aber das ist hier nicht mein Hauptziel auf YouTube. Mein Hauptziel ist halt wirklich, Leute zu unterhalten. Und, ja, diese Videos zu machen. Leute zu unterhalten, vielleicht auch... Wieso habe ich mir jetzt Spitzhacken gemacht? Och, bin ich dumm. Moment. Ich muss mich kurz einmal konzentrieren. Und zwar hau ich das gleich wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spitz... eine Axt, bitte. Ich brauche eine Axt. Eine Axt, okay. Mach eine Axt. Okay, eine Axt. Danke. Oder zwei Äxte halt. Ja, mein Hauptziel ist es halt... Leute zu unterhalten auf YouTube. Leute fröhlicher zu machen durch meine Videos. Vielleicht ein paar Weisheiten oder so mitgeben. Was weiß ich. Ist ja auch. Ne? Ja, das ist mein Ziel und nicht mit YouTube Geld zu verdienen oder unbedingt Fame zu bekommen oder so. Klar, wie gesagt, klar, wäre schön. Ich würde mich mega drüber freuen. Aber das ist nicht der Grund, warum ich YouTube mache. Und das ist halt bei vielen Leuten einfach anders. Viele, vor allem die jüngeren Leute jetzt, fangen halt mit YouTube an, weil sie sehen, oh mein Gott, die ganzen großen Let's Player, die leben davon, die haben ganz viel Geld und so, die sind voll reich und die haben voll die Fame und so. Und oh mein Gott, ich will Geld haben, Mann. Und dann
Ja, dadurch fangen sie halt an. Sie wollen einfach nur Geld und Fame. Und ja, man merkt es auch bei vielen Leuten an den Videos einfach. Die geben sich null Mühe. Ich meine, klar, Let's Plays sind eigentlich, viele sagen, Let's Plays sind nicht wirklich aufwendig. Aber so genau stimmt das gar nicht. Let's Plays sind eigentlich aufwendig. Ich meine, erstens musst du ein Spiel haben, was du aufnehmen kannst. Was sich auch irgendwie, weiß ich nicht, was auch ein Spiel ist, was auf YouTube halt besser ist als im Livestream zum Beispiel. Ich finde halt, so ein Livestream ist, ich weiß nicht, sowas wie, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es ist ein Nintendo-Spiel. Professor Layton heißt es, glaube ich. Das ist halt so ein Rätselspiel oder sowas. In der Art. Ja, doch. Du musst, glaube ich, ja, du musst Rätsel lösen in diesem Spiel. Und es ist halt so, dass ich finde, so ein Spiel zum Beispiel ist für Livestreams total gut, aber für YouTube ein bisschen scheiße. Guckt sich nicht wirklich vielleicht viele an. Interessiert vielleicht keine Sau. Und ist auch, finde ich, ein bisschen unnötig, das zu spielen. Denn ich weiß nicht, du kannst deine Zuschauer nicht wirklich damit einbinden in das Spiel. Hier jetzt zum Beispiel Minecraft Skyblock oder so, kannst du deine Zuschauer gut mit einbinden. Du kannst fragen so, ja, was wollt ihr so als nächstes sehen? Oder wie findet ihr dies, das? Oder meint ihr, jetzt zum Beispiel, sollen wir noch ein Baumhaus bauen oder so? Zum Beispiel. Und das kannst du bei dem Spiel halt nicht machen. Aber ich schweife ab. Was ich sagen wollte, genau. Let's Plays sind gar nicht mal so nicht aufwendig. Du hast viel Aufwand eigentlich. Viele Let's Player machen das ja auch noch so. Sie schneiden ziemlich in ihren Videos. Zum Beispiel German Let's Play. Kennt jeder. Oder viele, denke ich. Er gibt sich mega viel Mühe mit seinen Videos. Das sieht man auch an seinen Videos. YouTubers Live, The Forest, etc. Ich weiß nicht, was er für eine Aufnahmezeit hatte. Bei The Forest zum Beispiel. Mit den ganzen Bäumen. Oh mein Gott, mein Holz ist weg. Mit dem Holzfällen zum Beispiel und sammeln. Ich meine, da hat er so viel geschnitten. Und das ist halt schon eine Arbeit, die ganzen Videos auch zu schneiden. Des Weiteren die Thumbnails zu erstellen. Dann noch. Ja. Weiß ich nicht, viele überlegen sich halt auch schon so im Vorfeld, was sie in ihren Videos erzählen. Zum Beispiel, ich denke mal, Gronkh in Minecraft zum Beispiel hat sich auch ein paar Themen aufgeschrieben, die er in seinen Videos halt dann anspricht. Und ja, sowas alles zu finden und darüber, ne, das ist schon eigentlich eine Arbeit. Die Renderzeit und so und die Hochladezeit ist halt ein längeres Video, dadurch dauert das Rendern länger und das Hochladen länger. Also unterschätzt es nicht, Let's Plays zu machen. Wenn man wirklich gute Qualität liefern will, dann muss man auch viel Zeit darin investieren. So. Ja, also, ne? Es ist jetzt nicht so was, was man einfach mal so in 2 Tagen 50.000 Videos macht, finde ich. Weil ich finde auch nach längerer Spieldauer des Spiels hast du auch keine Lust, noch weitere Parts aufzunehmen. So geht's mir zumindest. Öfter mal. Was ist das? Das ist Schwarzeiche, ne? Genau. Ich habe keine Jungle Seeds mehr? Habe ich keine Jungle Seeds bekommen? Bitte lass mich hier drin noch welche haben. Nein! Dein Ernst? Ist jetzt gerade ein bisschen kacke, ne? Das ist gerade schlecht. Egal. Was war eigentlich mein Hauptthema? Scheiße, ich hab's schon wieder. Worauf wollte ich hinaus? Ja, es ist nicht einfach. Und ja, genau. Viele machen das halt. Die nehmen halt einfach ihre Scheiße auf. Machen nichts mit dem Video. Also, sie geben sich keine Mühe mit dem Aufnehmen. Haben schlechte Qualität und schlechtes Entertain und Quantität. Und dies ist alles komplett Kacke. Ist einfach so.
Und aber dadurch halt, dass die einfach Minecraft machen, zum Beispiel, diese Minecraft-PvP-Scheiße, ja. Einfach nur, weil es Minecraft ist. Sie werden dadurch schon geklickt und berühmter und so. Und ich muss zugeben, meiner Meinung nach verdienen solche Leute es dann nicht, die sich keine Mühe mit ihren Videos geben. Weil das ist etwas, das ist wichtig, finde ich, für, um berühmt auf YouTube zu werden, um Leute zu unterhalten. Die Qualität und die Quantität muss da sein und die Unterhaltung muss stimmen. Und wenn Leute... Alter, meine Maus. Was ist das? Ja, es ist, ich find's scheiße, muss ich zugeben. Viele nutzen Minecraft PvP einfach nur auf aus und es ist, ich weiß nicht. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Es gab mal eine Zeit, da wurde auf YouTube wirklich auf die Qualität geachtet. Und da wurde auch, da wollten Leute auch noch wirklich unterhalten und Qualität liefern und dies, das und das fehlt mittlerweile ein wenig auf YouTube. Da es jetzt auch viel zu viele Leute gibt, die mit YouTube angefangen haben und die, wie gesagt, nur YouTube machen, damit sie berühmt werden. Und das, ich finde es schade. Ich finde es einfach mega schade, wie sich das alles so entwickelt hat von der Zeit her. Und ja, ich könnte mich auch, wie gesagt, selbst dafür schlagen, dass ich damals meine Kanäle, mit meinen Kanälen einfach aufgehört habe. Dass ich dann immer wieder von vorne und immer wieder neu angefangen habe. Ich könnte mich dafür schlagen, denn hätte ich das nicht getan, würde dieses Video mit meinem, mit meiner Meinung zu dem Thema vielleicht noch mehr Leute erreichen und vielleicht noch mehr Leute darüber nachdenken lassen. Und dann würden sich Leute vielleicht, ja, würden Leute halt darüber nachdenken und sich vielleicht daraufhin dann auch mehr den Kopf zerbrechen und sich dann vielleicht auch mehr Mühe mit ihren Videos geben. Wenn sie jetzt ein, so eine Person sind, wie ich sie jetzt angesprochen hätte. Und ja, ich finde es halt ein bisschen schade. Wie gesagt, ich könnte mich selber dafür schlagen und ich finde es halt von mir selber doof gelaufen. Es ist meine eigene Schuld, ja. Aber was soll's. Ich mache YouTube jetzt aus dem Grund, weil es mir Spaß macht. Und weil ich Leute unterhalten möchte. Und weil das mein Leben geworden ist. Ich weiß nicht. Ich kann mir mein Leben ohne YouTube nicht mehr vorstellen. Einfach nur, ja, wow, es ist dunkel bei euch. Alter, es ist bei euch dunkel. Merke ich jetzt erst. Es ist noch dunkler als bei mir. Egal. Hab ich eigentlich, wow. Ja. Wie gesagt, ich könnte mir ein Leben ohne YouTube nicht mehr vorstellen, weil es einfach, es gehört mittlerweile zu meinem Leben einfach dazu, weil ich es auch einfach, wie gesagt, schon so lange mache. Und ja. So, Moment, Moment. Eine Sache wollte ich noch gucken. Kann ich jetzt hier den Pilz setzen? Ja. Wenn ich mir jetzt Knochenmehl hole. Zack. Ja. Genau. So. Wenn ich jetzt den Pilz vielleicht, kann ich den so zum Wachsen bringen? Braucht er dafür vielleicht einen freien Platz? Vielleicht da oben drauf zum Beispiel? Moment, ich brauche mal kurz, ich hole mir mal kurz eine Erde. Der Part ist schon wieder zu lange, aber das ist mir egal. Wir haben über ein Thema geredet, was mir wichtig ist, mal angesprochen zu haben. So, ich mach das mal kurz hier. Nee, nicht mehr. Ja, machen wir erstmal, wenn dann schon mittig. Da muss Gras drauf sein, oder? Scheiße. Eigentlich müsste das hier gehen, oder nicht?
Nein, ups. Ich glaube, das wird nichts, aber wir können hier mal ein bisschen bewachsen. Dann haben wir hier auch eine schönere Fläche. Zack, zack. Hier nochmal ein bisschen Gras hochwachsen lassen. Schön. Den Pilz nehmen wir wieder mit. Genau, dann war's das. So, das war meine Meinung zu diesem ganzen Thema, zu dem ganzen YouTube-Thema erstmal. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt. Ich hab auch wahrscheinlich viel zu viel ausgelassen, was ich eigentlich noch hätte sagen sollen. Ups. Sagen sollen. Was ich sagen hätte müssen noch. So. Was ich will wahrscheinlich noch zu dem Thema, aber das kann man später nochmal alles irgendwann mal ansprechen. Irgendwann nochmal bereden. Wir sind auf jeden Fall ziemlich weit gekommen mit der Farm. Und ja. Nochmal zum Abschluss zu sagen. Ich wollte eben nämlich. Jetzt ist wieder nochmal eben was anders. Ich wollte eben nämlich eigentlich darauf hinaus, was ich sagen wollte. Was wollte ich sagen? Das mit YouTube. Warum ich YouTube mache, genau. Dass ich, genau, egal wie viele Klicks ich jetzt kriege, egal wie viele Abonnenten ich habe. Ich meine, ihr Leute, die jetzt das Video sehen und vielleicht auch kommentieren oder Like da lassen, Abo da lassen oder was auch immer, sehen wahrscheinlich, ich habe halt echt wenig Abonnenten eigentlich. Und ich mache mir trotzdem die Mühe, jeden Tag zwei Videos zu bringen. Und wenn ich mal kein Video bringe, entschuldige mich ich mich da meistens auch für. Und dann fragen sich Leute wahrscheinlich auch so, warum? Du hast doch, wer was? Und dann denke ich mir immer so, darauf wurde ich auch schon mal angesprochen. Dann denke ich mir immer so, das ist mir völlig egal, wie viele Abonnenten ich habe. Es ist mir völlig egal, wie viele Leute diese, wie viele Klicks ich auf diese Videos habe. Und wie gesagt, ich mache das aus dem Grund, weil es mir Spaß macht. Weil ich die Leute, die dann dieses Video sehen, auch wenn es wenige sind, die Leute, die meine Videos angucken und die Leute, die mich mögen, die meine Videos mögen, für die mache ich das. Auch wenn es wenige sind, das ist mir egal. Für diese paar Leute mache ich das sehr, 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 sehr gerne. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.